So, willkommen zurück zu Let's Play Overlord 2. Und ich stehe wieder vor einer verschlossenen Tür. Und ich könnte jemanden schlagen. Wo führt das dahin? Da war ich schon. Ich muss doch irgendwie hier rankommen können. Irgendwie muss ich da rankommen können. Vielleicht mit einem Schiff? In der Arena ist es schöner als hier. Nein! Nimm das zurück! Und du kommst zurück! Wie viel habe ich jetzt? Yay, 69. Das Kaiserreich sucht die Heiligtümer. Und ich wusste am Anfang echt nicht, dass man die Häuser. Hätte er mich doch gleich getötet, statt mich langsam zugrunde zu richten. Danke für eure Gnade. Wenigstens geht das Versklaven jetzt relativ schnell. Also ich wusste nicht, dass man die Häuser einschlagen kann. Und habe mich gefragt, wo ich diese 100 Dorfbewohner hernehmen soll. Die wachsen ja auch nicht auf Bäumen. Das würde übrigens sehr komisch aussehen. Ihre Dienerin, Herr. Er wird mich töten! Nö. Hör damit auf! Ich mach doch gar nichts. Dieses Haus hätte ich nicht zerstören dürfen. Die Arena ist es schöner als wir. Wunderbar, Herr! Wunderbar! Okay, warte, wir gucken jetzt mal hier. Da ist eine Anlegestelle für ein Schiff. Heißt das, dass wir da von Nordhafen aus hinfahren können? Ich glaube, ich gehe und sterbe irgendwo friedlich in einer Ecke. Wie ich höre, ist die Spinnenplage in Immerlicht beseitigt worden. Das war bestimmt der Meister. Wäre zumindest möglich, dass man so dahin kommt. Da! Ich habe ein Haus übersehen. Ich bin euer demütiger Diener. Da ist auch noch ein Haus, oder? Ah, weiß ich jetzt nicht. Gucke ich jetzt auch nicht nach. Hier ist ein bisschen was Goldmäßiges. Die Teergruben brennen immer weiter. Wieso beschwert ihr euch eigentlich alle über dasselbe Thema? Mann. Licht ist voll von fetten Touristen. Sie verdienen alles, was sie bekommen. Kann ich das denn jetzt als Schiff benutzen? Da ist eine Lebenssäule. Irgendwas läuft hier nicht richtig. Lass mich raten, dafür braucht man die Blauen. Die Blauen. Toll. Ich komme nur an die Lebenssäule, wenn ich die Blauen habe. Oh, Robben. Ein bisschen Energie schadet mir. Ich glaube, ich gehe und sterbe irgendwo friedlich in einer Ecke. Nö. Lieber töte ich dich vorher, bevor du das machst. Okay. Ich habe eingesehen, dass es keinen Sinn hat, hier weiter rumzulaufen. Immerlicht ist voll von fetten Touristen. Sie verdienen alles, was sie bekommen. Apropos Immerlicht, wie wäre es, wenn ich... Ich höre, ist die Spinnenplage in Immerlicht beseitigt worden. Immerlicht mal einen Besuch abstatte. Der Meister. Hallo? Hallo? Kann ich da gar nicht rein? Ja, sehr seltsam. Kann ich hier rein? Auch nicht. Wollt ihr mich jetzt veräppeln oder was? Stadt von Immerlicht.
Tor 3. Tor 3. Ah, hier haben wir noch keinen Versklavt. Da gibt's noch viel zu tun. Und vielleicht kann ich da noch einiges finden. Vielleicht kriege ich auch noch ein bisschen Geld von denen. Ich würde sagen, blub. Nutzt mich für eure Zwecke, Herr. Das hört sich schon wieder so eklig an. Eure demütige Dienerin. So. Zerstört mal etwas. Meister? Nein, nein. Wie ich höre, sind die Nordberger Männer wild und schön. Ah, da kommen sie rausgelaufen. Ey! Ran an die Arbeit! Mich würde interessieren, was das dahinter ist. Da komme ich irgendwie noch nicht so wirklich hin. Wenigstens stehen meine Wachen hier überall schon. Die machen einen wirklich guten Job. Hier ist ja nirgendwo einer. Ist ja wie ausgestorben, diese Stadt. Wahrscheinlich hängen die meisten faul am Strand rum. Das hat bei ihm nicht gereicht. Noch eine Dosis. So. Ich beschütze euch. Also, nein! Unsere mutigen Elfenschwestern bringen die Botschaft. Ich folge euren Befehlen. Ich dachte schon, du bist gestorben. Niemand hat die Elfenkommune in Nordberg. Ich will niemanden töten. Dort herrscht frei, Liebe. Ich will jeden Sklaven. Ich bin gern näher angesehen. Zu Diensten, Lord. Ich beschütze euch. Ist hier noch wer? Ah, nee. Hier ist keiner mehr. Diese friedliche Inselmusik, ey. Wir haben Immerlicht verraten. Jetzt verrät die Muttergöttin uns. Wie fröhlich er das sagt, als wenn ihn das überhaupt nicht interessieren würde. Ich diene euch. Ich wusste doch, dass die meisten am Strand sind. Stimmt. Ich gebe dir recht. Allerdings wirst du dich zu ihnen gesellen. Ich folge euch überall hin. Nehmt mich mit. Gehen lieber ins Wasser. Einige Elfen in Nordberg für Unruhe. Ich bin euer treuer Sklave. Redet doch nicht immer alle. Ihr habt zu wenig an. Den hatte ich schon. Den muss ich noch. Ich bin an eurer Seite. Lass mich doch durch. Soll in Nordberg getötet worden sein. Ja, ist er. Ich wurde er gefressen. Baströckchen, lustige Kokosnussbikinis. Kokosnussbikinis. Ich hoffe, eure Gäste amüsieren sich. Nicht für diese Frauen, bitte. Wie viele Sklaven habe ich jetzt eigentlich schon? Wow. In Nordbeck hat das immer länger gedauert. Wie viele sind denn das noch? Leider ist die Party nicht für uns. Setzt es sich für keinen Fuß nach Nordberg. Die Nordberger geben 31. Ich würde sagen, das reicht erstmal, oder? Der neue Cocktail Sherka Colada jetzt im Ich will den auch trinken. Hört ihr schon mir? Du nicht. Du glaube ich auch nicht. Für Unruhe gesorgt. Ich bin an eurer Seite.
Ey. So, jetzt bin ich mit euch fertig erstmal. Was machen wir denn Schönes im nächsten Video? Wir machen einfach mal im Kaiserreich weiter dann. Oder? Oh! Ihr habt doch schon einen kleinen Tribut für mich gehabt. Wow, gar nicht wenig. Trotzdem, die Nordberger sind produktiver als wir. Zurück in die Unterwelt. Und im nächsten Video würde ich sagen, gehen wir zurück ins Kaiserreich und ja, machen da so ein paar Sachen, ne? Bis dann.